Ja, kommt da hier, ne? Habt da ein bisschen Wasser im Brunnen? Ist doch super. So, haben wir hier eigentlich noch Clay drin? Ich glaube ja, ne? Habe ich gar nicht mehr nachgeguckt. Boah, ja, haben wir. Scheiße. Komm, pack ich mal, ne, pack ich mal einen Ofen. Muss ich mir vorher noch ein bisschen Kohle holen, dann... Ja, den Clay müssen wir auf jeden Fall wegmachen. Und da wir eh nur Ziegel brauchen... Ich fürchte, da haben wir jetzt erstmal gar keine Knappheit mehr mit Ziegeln. So, zack. Hier brauchen wir noch Kühlchen. So, zack und... Ja. Zack und zack. Das reicht ja erstmal. Hätten wir gleich drin lassen können. Ist ja eh pro Schwung sind ja erstmal 8 Kohle weg. Und dann nutzt man die Ofen in der Mühle natürlich auch noch. Ich weiß gar nicht, ob da schon Briketts drin sind. Boah, was ist das Hässliches. So, hier haben wir noch Dinger und hier... Zack. 14, naja, das reicht leider nicht mehr ganz. 64 Bricks und hier brauchen wir eigentlich nur so. Und hier haben wir 56 immerhin. Oh Mann, 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 oh Mann. So, ich lasse das mal drin. Das kann er ja mal durchköcheln. Und den restlichen Schmonsens bringe ich mal zu unserer Hütte. Und da machen wir aus den Bricks vielleicht doch erstmal ein paar Steinchen. So, Steinchen, Steinchen. Die drei kleinen Steinchen, wo sind sie denn? Hatte ich hier nicht Bricks reingeschmissen irgendwo? Die Schaufel muss ja mal loswerden hier. Bricks? Oder habe ich die schon oben reingeworfen? Ich weiß es gar nicht mehr. Moment, nee, hier wenn. Ja, 12 Bricks haben wir hier. Okay, dann mache ich mal folgendes. Zack, zack. Zack, zack. Und dann mache ich noch den hier, den hier, den hier. Wupp. Haben wir noch 3 Bricks übrig und dann hau ich das mal alles hier rein. Boah, das klingt ein bisschen laut, ne? Warte mal. Ich glaube, ich pack dann mal das Ding. Ne, ich pack den Clay mal unten in die Kiste, weil sonst fliegt das hier wieder alles durcheinander. Ich will das nicht mehr so sehr durcheinander haben. Da machen wir lieber später mit dem Hafen und so. Da machen wir es dann wohl sortiert. Da kommt dann auch wirklich das Lagerhaus hin. Das verspreche ich hiermit hoch und heilig. Oh weh. So. 64, 64, 64, 21 und dann kommen hier nochmal die 8 drauf. Hier wäre ein guter Ort für das Haus. Gut, dass ich noch Erde dabei habe. Ich mache hier mal eben solides Fundament. So. Ich glaube, das wäre wirklich ein guter Ort für das Haus hier. Direkt am Marktplatz macht sich das, glaube ich, ganz gut. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es dahin passt. Ich müsste mir das eigentlich abzählen. Gerade am Überlegen. Ich bin gerade so heimlich am Rechnen hier, weil ich da schon sehr feste Vorstellungen habe. Andererseits könnte ich vielleicht auch in den Berg reinbauen oder aber wir könnten den Berg generell noch ein bisschen mehr abtragen. Ich weiß ja gar nicht, aber das wird wahrscheinlich, das wird ein Mammutprojekt, den Berg hier abzutragen. Boah, nee, das kann ich nicht bringen. Das geht nicht im Let's Play.
Kann ich höchstens mit TNT wegsprengen, das Ding. Was aber gar nicht so uncool wäre, wenn wir da noch ein bisschen mehr Platz hätten. Ich glaube, das wäre wirklich ganz gut sogar. Dann könnte ich da vielleicht noch Felder hinbauen oder sowas bei der Mühle. Oder das Lagerhaus, muss ich mal gucken, wo das genau hinkommt. Hier muss ich jetzt mal schauen. Moment, ich muss mal ganz kurz hier, ich schnapp mir mal eben, hört man hier, das Zettelchen. Sekunde, ich mal mir mal ganz kurz was auf, ich bin gleich wieder da. Sekunde. Okay, schon wieder da. Entschuldigung, hat gerade ein bisschen länger gedauert. Jetzt ist die Frage. Was ist jetzt wo? Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das jetzt am klügsten anfange. Ich glaube, gar nicht am besten. Aber naja, ich habe ja jetzt eh keine Wahl mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, boah, das wird groß. 10. Boah, das wird vielleicht ein bisschen groß. Ich habe schon was im Kopf, was ich gerne basteln würde. Ich weiß noch nicht genau, ob das nicht vielleicht doch ein bisschen oversized ist hier an dieser Stelle. Aber andererseits wäre schon ziemlich cool, das zu haben. Und dann muss ich gleich mal gucken, ob das überhaupt geht. Da, ach ja, die Holzer brauche ich auch nochmal. 1, 2, 3, 4. Au! 1, 2, 3, 4. Au! Boah, ja, das könnte vielleicht doch ein bisschen sehr groß werden. Oh Mann. Dann mache ich hier vielleicht hier eine. Das müsste eigentlich noch einen breiter werden, dann wird es aber hier asymmetrisch. Der Brunnen hat da zwei, der ist symmetrisch. Hier müsste ich asymmetrisch werden, oder aber... Dann mache ich es vielleicht anders, warte mal. So... Und dann vielleicht so. Boah, das wollte ich schon immer mal probieren. Ich weiß aber nicht, ob das so funktioniert. Ich bin da noch ein bisschen... Na gut, das geht ja. Und dann müsste ich hier... Mache ich noch keinen Stein, sondern dann mache ich erstmal... Ditte hier. Ach, das macht ja auch gar keinen Sinn, was ich hier gerade mache. Nee, pass auf. Warte. Haben wir gleich. Huch, nee. So, ich glaube, dann setze ich das einfach mal nach vorne. Das wäre sonst vielleicht ein bisschen sehr übertrieben. Dann mache ich die Stufen hier hin. Das kommt weg, das kommt weg. Dann kommen hier dafür die Treppchen hin. Das kann ich jetzt schon mal sagen, das wird so eine Art Fußmatte hier. Ich weiß noch nicht, ob ich das aus Gravel mache. Aber es ist eine Art Fußmatte. Hier ist dann quasi so ein Aufgang. Und hier unten müsste ich dann eigentlich Holzblöcke machen. So. Das Blöde ist jetzt, ich müsste jetzt hier wirklich in den Berg rein. Das ist ein bisschen doof. Vielleicht, aber dafür ist das Vorhaben auch ein bisschen größer, glaube ich. So, dann haben wir das.
Dann nehmen... Ach, Stone Bricks bräuchten wir vielleicht ein paar mehr als die hier. Das war ja jetzt schlau. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof eigentlich. Aber es muss das Ding noch ein breiter oder zwei breiter. Wahrscheinlich sogar eher zwei. Mist. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Ich habe ja natürlich wieder was vor, aber... Ach Mensch. Aber wie so oft zieht sich das dann wieder ein bisschen. So, dann mache ich aber hier, 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 hier. So, du kommst nochmal runter, du alter Oschi. Und dafür kommst du nochmal weg und dafür kommst du dann dahin. Hopp, 1, 2, 3, 4. So, der kommt weg. Huch, da ist keiner mehr. Der kommt weg und... Ach, das ist ja auch sinnlos, das da hinzumachen, weil da gehört ja eh Holz hin. Genau wie es sinnlos war, jetzt das Holz wegzumachen, weil da kommt ja jetzt Holz hin. 1, 2, 3, 4. So, dann wird es ein bisschen breiter halt, aber dann passt es halt genau hier an den Marktplatz. Huch, es leuchtet so komisch. Jetzt habe ich hier nur noch 4 Stone Bricks, was natürlich relativ wenig ist, möchte ich anmerken. So, Holz. Zack. Und da müssten dann Türen rein. Ich würde sagen, hier müsste dann... Hier könnte normales Holz rein. Oder wir machen uns nachher mal einen Spaß und machen mal einen ganz besonderen Boden rein. Boah, das wird aber richtig... doof hier mit dem Berg. Aber irgendwo muss das Ding ja hinbauen, verdammt. Ich überlege gerade, ob ich mit TNT basteln soll. Das haben wir, glaube ich, im Let's Play auch noch nie verwendet, ne? So, warte. Na... So, aber ich baue sonst immer alles per Hand ab. Ich weiß gar nicht warum, das habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Immer alles per Hand, immer per Hand, immer per Hand. Normalerweise stört es ja auch keinen und ich habe in der Zeit, wo ich dann abbaue, immer so ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, was ich da jetzt eigentlich gerade bauen will oder wie ich weitermachen will. Das ist schon sehr praktisch. Und ich muss ja die Schaufeln aus der Kiste loswerden, insofern. Ja, passt schon. Ach ja, ach ja, ach ja. Das schöne Schaufeln. Spielt ihr eigentlich selber Minecraft? Also ich meine jetzt, wenn ihr hier zuschaut und so, ist ja die Frage immer, warum guckt man zu? Viele gucken natürlich wegen Minecraft zu, einige bestimmt auch wegen der Moderation, habe ich mir inzwischen sagen lassen. Aber die Frage ist, spielt ihr denn selber Minecraft und guckt euch dann an, was andere bauen? Oder ist das, warum guckt man sich das an und wieso? Spielt man denn dann selber teilweise nicht? Weil ich habe gelesen, manche spielen gar nicht Minecraft und interessieren sich ja sogar gar nicht für das Spiel. Ziehen sich aber trotzdem Let's Plays dazu rein, was ich kurios finde. Natürlich finde ich das sehr komplimentös, aber auch sehr kuriös. Und kuriös hat nichts mit kariös zu tun. Hat mich nur mal gewundert.